So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wer die letzte Folge gesehen hat, die klebt mir nämlich noch zwischen den Zehen. Wir haben amerikanisches Steinofen-Pizza gehabt in der Chili con Carne-Variante, ja, Limited Edition, nach amerikanischer Art Steinofen-Pizza Chili con Carne-Style. Und es gab auch noch eine zweite, und das ist der Kollege hier im Döner-Style. Wer jetzt aufgepasst hat, der weiß natürlich, dass wir den Döner-Style noch testen müssen, aber dass wir letzte Folge die Chili con Carne-Style getestet haben. Die war eigentlich sehr gut. Hat geschmeckt wie ein Burrito oder ein Nacho oder ein, keine Ahnung, wie auch immer, wie ein Wrap, ein mexikanischer. Gerade auch durch diese Tortilla-Chips, die mit drin waren, auch die Jalapeno-Ringe, die dabei waren, das Rinderhack, die Paprika, Zwiebeln, Tomate, sonst was. Hat auf jeden Fall einen authentischen Geschmack gehabt. Die kommen jetzt aber weg, denn heute geht's um Döner-Style. Mal gucken, ob das nach Döner schmeckt oder einfach nur, es ist halt irgendwie so Gyros-Fleisch drauf und das war's. Ich denke mal, die Chili con Carne wird mehr an Chili con Carne herankommen, als die Döner-Style überhaupt nach Döner schmecken kann. Aber da steht ja auch nur Döner-Style, ne? Und nicht direkt Döner. Während bei dem anderen direkt Chili con Carne Style steht. Gut, da steht auch Style drauf, also ist eigentlich egal. Wir packen die mal aus. Wir legen die mal hin. Wir machen die mal auf. Tun mal den Finger hier rein in die Folie. Zack. Bei dem anderen waren ja die Tortilla-Chips überall verteilt und sind quer durch die Gegend geflogen. Hier, oh, die ist aber schon weich. Hier legt man die mal hin, ja. Guckt euch die an. Das ist die Döner-Style-Pizza. Und hier habt ihr nochmal dazu Döner-Style. Wie schmeckt die? Kurz zu anhalten fürs Thumbnail. Dann packen wir das gleich in den Ofen rein. Und Leute würden sagen, Ramses, du übertreibst in letzter Zeit. Red doch einfach mal normal. Deswegen packen wir die jetzt einfach in den Ofen. Holen die dann wieder raus. Habt ihr schon mal gefrorenes Fleisch gerochen? Riecht einfach nach nichts. Wir packen die jetzt in den Ofen, holen die wieder raus und gucken uns die dann mal an, wenn die wieder da ist, wie die schmeckt. So, die Pizza ist also auch fertig. So sieht die aus. Und ich weiß nicht, ich befürchte Schlimmes, ne? Denn die ist am Rand, fängt die schon wieder an, einfach nur schwarz zu werden. Während sie in der Mitte aussah, als wäre sie noch halb gefroren, gerade mal ein bisschen angetaut vielleicht. Trotzdem seht ihr hier schwarz. Und das ist eigentlich, das sollte Käse sein. Schwarzer Käse, schwarzer Rand und innen drin gefroren. Beste Pizza ever, was natürlich wieder an meinem Ofen liegt. Hey, habt ihr auch so einen coolen Ofen, der euch immer versucht umzubringen? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt also hier die Döner-Style-Pizza, wo hier alles sehr farbenfroh aussieht und hier lauter schwarze Haufen sind. Ich weiß auch gar nicht, sie riecht auch etwas merkwürdig. Wir suchen uns jetzt mal so ein Stück von dem Fleisch raus, ja? So ein Stück Fleisch alleine probieren, müsste ja so Kebab-mäßig, Gyros-mäßig irgendwas sein. Und das würde schon viel verraten. Gut, Fleisch ist besser als ich dachte. Ist trotzdem etwas fest und knusprig. Richtig gegrillt, einfach im Ofen. Ist aber in Ordnung. Ich denke mal, in Kombination mit dem Rest von der Pizza würde das trotzdem was werden. Aber ich weiß nicht, irgendwie ekel ich mich etwas davor. Bei der Chili con Carne habe ich drauf geguckt und gedacht, boah, die ist ja cool. Und jetzt hier bei dieser Döner-Style-Pizza habe ich immer zu den Eindruck, als wäre das auf jeden Fall nicht gesund, wenn ich die jetzt esse. Und als wäre das mit dem Fleisch und dem anderen Zeug und überhaupt, ich, keine Ahnung. Wir nehmen uns einfach mal das Stück und beißen mal hier rein. Oder beziehungsweise wir beißen mal am Rand, wo noch kein Fleisch ist. Einfach nur mal die restlichen Zutaten ohne Fleisch. Ja? Ist natürlich sehr, sehr knusprig. Wir baumeln noch eine Zwiebel rum. Hau mal wieder oben drauf.
Man merkt schon ein bisschen, dass der Rand halt wirklich zu knusprig ist, zu trocken. Aber da kann ja die Pizza nichts dazu. Wir probieren es einfach vorne. Geschmacklich hinten war es okay, bis auf den komischen kohligen Rand. Könnte also doch, also schmeckt auf jeden Fall nicht wie eine Margarita, schmeckt auf jeden Fall anders. Mal gucken, diese Kombination aus Fleisch mit den restlichen Zutaten, die ich übrigens gar nicht vorgelesen habe, im Einzelnen. Steht nämlich drauf, Döner mit Döner-Kebab-Fleisch, schnittfesten Mozzarella, Cherry-Tomaten, Gurken und roten Zwiebeln. Mehr muss da auch nicht drauf. Oh, also in Kombination mit dem Fleisch schmeckt das eigentlich ganz gut. Ist auch gar nicht so aufdringlich. Hat irgendwie eine leichte Note, als würdest du wirklich einen Salat, einen frischen Salat essen, mit ganz zartem Fleisch, Kebabfleisch dabei. Also überrascht mich jetzt trotzdem irgendwo, wer eine richtig frampfige Pizza will, die fett reinhaut, weil das die amerikanischen ja meistens sind. Wird überrascht sein, dass sie trotzdem so eine leichte Note hat und wird vielleicht eher zur Chili con Carne greifen. Gurken. Je mehr ich davon esse, desto besser gefällt sie mir eigentlich. Würde ich sogar nochmal kaufen. Alle beide. Also egal ob Chili con Carne, egal ob Döner Style. Doch, muss sagen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Interessante Geschmäcker nochmal. Es gibt ja viele Pizzen, die euch so Burger-Style, Döner-Style, Pizza-Style versprechen. Aber nicht jede kann was. Die haben trotzdem irgendwo noch einen leckeren, frischen Aspekt. Schmecken sehr, sehr annehmbar, würde ich also sagen. Kann man empfehlen. Kauft die mal, wenn ihr die seht. American-Style-Pizza. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Ich glaube, die haben wir sogar aus dem Netto. Ich glaube, im Netto war das, genau. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Schreibt es mal rein. Ansonsten probiert die ruhig mal. Was ist eure Lieblingspizza? Ich glaube, ich muss mir die ganze Wand vollhängen mit Pizzakartons, dass das noch was aussieht. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich esse den Rest noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.